So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Links der Bumser. Ah, ja, es wird langsam hell. Oh, ich habe die Aufnahme gar nicht beendet. Wollte ich nicht die Aufnahme beenden? Weg. Und starten. Okidoki. Okidoki. So. So. Jetzt habe ich eine Aufnahme, wie ich eine Aufnahme mache. Sehr, sehr geil. Und noch geiler ist, dass es wieder hell wird. Aber vielleicht können wir jetzt am Tag irgendwie mal eine Base bauen. Da ist Kohle. Egal, darauf scheiße ich erstmal. Wir müssen erstmal. Ah, hier ist doch gut. Hier ist doch genau so ein kleines, süßes Fleckchen. Genau sowas, was ich jetzt gebraucht habe. Ja, das ist gut. Hier bleiben wir. Direkt. Accepted. Okay. Wir brauchen erstmal, na, ich sag mal, zwei Doppelkisten macht schon Sinn. Das heißt, wir brauchen erstmal 32 Holz. Das war ein bisschen viel, aber nicht schlimm. Let's go. 1, 2, 3, 4. Ja, abgeschlossene Türen brauchen wir definitiv nicht erstmal, weil, ja, das ist eh bloß ein Konto, wo ihr das Passwort kennt. Jetzt ein bisschen rumspielen. Ist ja nicht, dass wir irgendwas Produktives machen wollen oder so. So, da eine hin. Da eine hin. So. Dann machen wir hier unser ganzes Kladderadatsch rein. Lalalala, da. Das. Nee, das nehmen wir mal auch mit. So, und mit die restlich Holz. Bauen wir uns jetzt mal ein wunderschönes Haus. Da würde ich mal sagen, machen wir das hier erstmal ein bisschen eben. So. Ja, also dieses langsame Rumdrehen, ich weiß nicht, ob dieser Raspberry Pi irgendwie eine Mausbeschleunigung drin hat, aber wenn du so schnell rumguckst, geht es relativ gut. Ja? Aber dieses langsame Rumdrehen, da kriege ich die Maus komischerweise kaum gesteuert. Ja, irgendwie super merkwürdig. Normalerweise ist es ja andersrum, ne? Naja, wer weiß das schon. Da scheinen wohl irgendwelche bösen Mächte am Werke zu sein, die da am Werke zu sein scheinen. I don't know. So, jetzt haben wir hier schon mal eine etwas ebenere Gegend. Vielleicht sogar ein bisschen Platz für Felder, da vorne am Wasser. Und hier hinten haben wir ein bisschen Platz fürs Haus. Das ist so ganz praktisch. Dann bauen wir uns mal hier so ein ganz kleines, süßes Häuslein, so mit ein bisschen Holzrahmen. So, ungefähr so. Nein, halt, fick die Henne. Oder mit dir. Zack, bumm. So. Wupp, wupp, wupp. Zum Glück gibt es hier in meinem Test kein Blutmond. So, wie breit machen wir das Ding? Ach, einfach hier so, da, so, bumm, ab in die Ecke damit. Nicht lange überlegen, sondern besser überleben, my friend. So, müssen wir mal gucken. So, wir müssen in der Flucht bleiben und dann einfach mal hier ein bisschen Wasser. Und dann vielleicht nicht so nah, sondern hier so. Das sieht gut aus. Oh, das ist zu nah. Nee, geht voll klar. Das geht voll klar. Ist zwar ein ganz schön kleines Haus. Okay, ist vielleicht doch ein bisschen sehr eng. Okay, machen wir mal. Lieber doch hier. So. Eingehöhen. So, wir müssen mal gucken hier, das geht nach da, das geht bis nach da und das geht dann bis da. So. Perfekt. So, und die Wände mache ich auch einfach direkt aus Holz. Eingangstür zum Haus. Hier hinten ist ein bisschen wieder beengt, das heißt, die Eingangstür würde ich eher hier auf die Seite machen. Hier haben wir auch schon direkt unsere Kisten draußen. Passt also auch in der Hinsicht. So, dann machen wir hier einfach zu. Abgesehen von der Tür halt. Das habe ich natürlich da. Erstmal da oben.
Alter, Blöcke anvisieren, ey. Aber man merkt schon, ne, es ist nicht das Gelbe vom Ei. Der erste Monsterkampf haben wir auch direkt verkackt, wobei da war ja dieses extreme Delay durch die HDMI-Capture-Schleife. Das war sowieso einfach unspielbar. Aber jetzt so, es geht eigentlich. Wie gesagt, die Framerate ist zwar super low, aber es ist halt voll spielbar, ne? Also sehe ich jetzt erstmal kein Problem so. Aber wie gesagt, ne, sieht man auch hier. Solange wie ich hier an einem Ort bin und mich nur so ab und zu bewege, ne, ist ja mal hier Bewegung, jetzt so Bewegung, dann so Bewegung, dann so Bewegung, dann so eine Bewegung. Ne, und solange wie es also ab und zu ist, ist die CPU relativ weit im grünen Bereich. Also wenn man sich gar nicht bewegt, so jetzt, gut, da haben wir sogar nur 50%, aber das ist ja dann unrealistisch, weil in welchem Spiel bewegt man sich bitte schon gar nicht? So, ne? Aber ne, hier so ab und zu so ein bisschen bauen und so, das geht voll. Das kann man echt machen. Da ist gerade die Maussteuerung gerade eher ein Problem. Da weiß ich nicht, warum die Maus sich hier so komisch, so träge ist. Leck mich. So. Passt es so als Fenster? Ich glaube, ich mache die beiden Dinger hier wieder weg. So. Ja, so ist besser. So ist viel besser. Aber hier machen wir einfach eine solide Wand rein, genauso wie auf der anderen Seite dann auch. Müssen wir nur gucken, was wir als Fenster benutzen. Ob wir da einfach Gartenzaun reinklatschen. Weil Glas, da bräuchten wir erstmal Sand für. Wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Mal gucken, ob wir in der Nähe irgendwo Glas finden. Sand, meine ich doch. So, und die, wie gesagt, die beiden Wände hier einfach zumachen. Da mache ich jetzt keine Gefangenen mit. So. Haben wir eigentlich Saplings für Bäume? Ja, ne? Dann mache ich, glaube ich, da. Dann pflanze ich da mal direkt nochmal ein paar Bäume ein. Na gut, die haben wir zumindest schon mal den Sand, aber ich glaube, den können wir nicht gebrauchen. Da brauchen wir wirklich diesen normalen Sand für. Ja, dann jetzt zum Beispiel. So, wir brauchen Saplings. Da haben wir welche. Sehr gut. Dann kommst du nämlich einfach mal hier. Keine Ahnung, ob sie hier wachsen. Also in der Wüste wachsen sie auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Aber hier auf dem Sand müssten sie eigentlich auch wachsen. Da sehe ich gar kein Problem. Da kommt hier noch einer hin. Und dann packen wir hier noch einen hin. So ungefähr. Dann passt es doch alles. Easy, easy. Okay, das ist vielleicht ein bisschen nah am Haus. Weg mit dir. Kommt, mach da in die Ecke. Schäm dich. Okay. So, mal gucken hier. Dip. So, drink. Gut, schön. Das heißt, die Grundmauern sind schon mal fertig. Jetzt brauchen wir noch eine Tür. Dip. Und du kommst dann nach da. So, die Tür machen wir von außen. Ungefähr so. Und dann begeben wir uns mal auf die Suche nach Sand. Haben wir hier irgendwo ein Zufall? Achso, hier ist der Apropos. Wir sollten auch ein bisschen mal hier unseren Homepoint setzen. Aha, found it. Ah, Gravel haben wir ja auch direkt. Sehr schnieke. So, 20 Mal Sand sollte erstmal reichen. Wenn es hier so bereitwillig liegt, sorry Leute. Also, bei dem Sand weiß ich so ein bisschen, dass man hier auf jeden Fall Gras machen kann, weil das ist halt so dieser ganz normale Sand. Ja, das ist, glaube ich, jetzt dieser Desert-Sand. Aus dem kann man, glaube ich, auch Gras machen, aber dem bin ich mir jetzt nicht so sicher. Von daher
Machen wir aber keine Gefangenen und machen direkt hier fangen den Sand für ein. Oder so. Eine Schippe wäre natürlich schon geil, ne? Wow, sogar das Timing vom Abgang bekommt man hier gerade relativ gut hin. Nur das Maus rumdrehen ist halt noch ein bisschen schwierig. Von daher einfach abbauen. Aber man sieht schon, ne, mit den 720p sieht es auf jeden Fall wesentlich besser aus als das, was er früher hat mit den 360p. Weil 360p, klar, hatten was von einer, glaube ich, etwas stabilere Framerate. Aber 630 Pixel in der Höhe, das ist halt. Da ist halt dann doch echt zu wenig, um da wirklich sinnvoll mitspielen zu können. So, da war massig Sand. Was sie mit dem ganzen Sand machen wollen, ich habe absolut keinen Plan. Aber hey, Sand kann man immer mal gebrauchen. So, noch kein Baum gewachsen. Was ein Drecksladen. So. Hey, Tür auf. Ja, man merkt, ich hab in letzter Zeit ein bisschen zu viel 7 Days to Die gespielt. Jetzt versuche ich immer die Türen und alles mit Leertaste zu öffnen. Weil ich das bei mir als Benutztaste eingestellt habe. Normalerweise ist es ja die E-Taste, aber ich habe es bei mir auf Leertaste gestellt. Und jetzt versuche ich auch alles mit Leertaste zu öffnen. Voll dumm. So. Sand. Ach, wir haben ja keinen Stein. Wir können ja gar keinen Ofen bauen. Was mache ich hier gerade? So, Stein. Dann baue ich den Berg aber mal von hinten ab. Nicht, dass hier unsere Seite verschandelt wird. Na gut, so viel Berg ist hier gar nicht, sehe ich gerade. Siehst du, genau, bei uns ist doch dieses komische Wasserloch. Was ist hier eigentlich? Wow, 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 wow. Okay, im Wasser geht die Performance ja richtig runter. Aber warum? Ja, weil ich Wasser verlasse. Also die Grafik ist jetzt nicht, sondern wirklich, dass er versucht, ja. Okay, dann versuche ich da mal ganz kurz das Wasser, die Transparenz zu deaktivieren. Wo war denn das? Undurchsichtiges Wasser, genau. Dann scheint das doch echt einfach too much zu sein. Raspberry. Das ist ja echt heftig. Das ist ja schon krank. Apropos krank, ich kann eigentlich by the way hier. So, ist ja. Könnte sogar noch eine Kamera reinpassen. I don't know. Ja, schon geht's. Okay, also wirklich dieses Transparent von dem Wasser, was die Performance so extrem gedrückt hat. Cool. Cool. So, massenhaft Stein brauchen wir. Na gut, massenhaft nicht. What the fuck? What the fuck? Warum? Wa wie? Was zur Hölle? Hammer nach Kolm? Digga, was denn hier los? Wie krass bitte, warum ist hier so viel Eisen? Okay, unser Haus muss weg, ich muss hier direkt einen Tagebau machen. Das gesamte Gebiet muss geräumt werden. Oh, was habe ich was reingelassen? Ach, ja. Oh, okay, wenn ich im Wasser bin, sehe ich das draußen. Transparent, okay. Interessant. Wie komme ich jetzt wieder raus? So zum Beispiel. Okay. Cool. Da haben wir halt direkt Eisen bekommen. Wie krass ist das denn bitte? Dolly ist ja mal geil. So, die Schmiede packe ich einfach in die Mitte. Jetzt habe ich doch schon Schmiede. Mann, hier den Ofen. So, einer reicht vollkommen aus. Wird schon wieder dunkel? Ernsthaft? Es wird schon wieder dunkel? Nee. Aber hier wurde es doch gerade dunkel, oder? Hä? Verstehe ich nicht. I don't get it. Lalalala, was wollte ich denn jetzt machen? Genau, den Sand. Hallo? Ach. Ich habe schon wieder versucht, mit der Tasse zu öffnen. Mann.
Ja, 7 Days to Die und mein Testspiel parallel, das kann nur in einer Katastrophe enden. Da ist halt echt Abfuck. Na gut. So. Genau, dann haben wir hierfür gleich ein bisschen Glas. Brauchen wir plus 8 Stück oder so? Kann 8? Ne, 12. Ist 6 breit. So. So, gleich fertig. Sehr geil. Und dann würde ich mal sagen, du bist genug und dann schmelzen wir direkt mal das Eisen ein. Können wir nämlich eine Eisenschippe machen. Und dann, wobei, wir haben jetzt schon Sand. Aber wir haben jetzt zumindest Eisen für verschiedenste Sachen. I don't know. Oh, ist doch nur 5 breit. Verdammt! Oh, ja, Haus ist quadratisch. 5 mal 5. Lol. Sehr geil. Nee, kann man nicht einstellen. Ja, genau. Ja, das ist ja super. Gut. Nächster Punkt, Dach. Das würde ich aber gerne doch aus einem anderen Material machen. Das heißt, wir nehmen dafür einfach Cobblestone. Da brauchen wir aber noch mehr Cobblestone. Das heißt, auch mal ab hier in die Mine. Und dann schlagen wir einfach Cobblestone ab, bis sich die Balken biegen. Und direkt noch mehr Eisen gefunden. Ja, leck mich doch am Arsch. Warum siehst du so viel Eisen? Alter, das ist ja krass geil. Verstehe ich gar nicht. Das ist auch schon eine neue Mapgen, ne? Mein Vanilla-Server ist doch Mapgen V7. Warum ist denn hier so viel Eisen überall? Ich dachte, bei dem neuen Mapgen ist Eisen erst relativ weit halt im Boden oder so. Bin ich gerade so brain AFK oder sind wir hier gerade einfach nur so lucky? So, wir brauchen 7 mal 7, ne? Das heißt, wir brauchen 49 mal Stein fürs Dach. Und das Dach mache ich auch direkt aus Cobblestone. Also da mache ich keine Gefangenen oder sowas. Voll Cleanstone als Dach würde scheiße aussehen. Deswegen macht der Cobblestone schon mehr Sinn. Und da müssen wir wenigstens nichts einschmelzen oder so. Ah, vielleicht ein bisschen wenig Stein. Ich meine, reicht zwar aus fürs Dach, aber dann haben wir sonst kaum noch was. Da bauen wir lieber ein bisschen mehr ab. Ich bin nur froh, dass es hier bei meinem Test keine Physik gibt. Das heißt, wir müssen jetzt nicht drauf aufpassen, dass das Ding hier einstürzt. So. Das sollte genug Steuern sein. Let's get out of here. Bevor es wieder dunkel wird und wir noch kein Dach oder ähnliches haben. Oh, die ersten Bäume sind gewachsen. So. Dach. Wie kommen wir da jetzt am dümmsten rauf? Okay, wir brauchen auch definitiv bald ein Feld. Unsere Nahrung wird gerade knapp. Ach, verdammt. Boah, Alter, dieses Anvisieren hier ist halt wirklich. Wie gesagt, so beim Laufen und so ist es kein Problem, weil da bewegt die Kamera relativ schnell und das funktioniert irgendwie super. Aber dieses langsame Bewegen hier beim Platzieren von Blöcken, das ist halt super schwierig gerade. Ich weiß gar nicht, wie sowas kommen kann. Ist das durch den Eingabedelay oder was? Oder wie? Oder wer? Oder wo? So. Bam. Perfekt. Just perfekt. Ein Wildschwein. Also wir haben leider kein Schwert dabei.
Und mit Handverkloppung wird ein bisschen risky, sag ich jetzt mal. Aber ich probiere es dennoch. Weil, wie wir gerade festgestellt haben, we need some wood. Oh, wir haben es geschafft. Cool. Und wir haben nicht mal Damage bekommen. Ist das krass oder was? So, Felder. Gras haben wir, glaube ich, ein bisschen dabei, ne? Für Saat und so. Schon wieder mit der Taste. Ne, ein bisschen haben wir dabei. Verdammt. Ich dachte, wir hätten mehr abgebaut. So, das heißt, wir brauchen Holz haben wir dabei. Ja, wir haben nur Stein. Okay, doch, wir hatten echt schon mehr als genug Stein. Egal. Wie gesagt, Holz und Stein kann man nie genug haben. Eigentlich kann man von gar nichts genug haben, also. So. Bam. Dann kultivieren wir mal den Ackerboden hier. So. Hütchen, mal kurz mal her. Gras. Halt. Also. Das war Nummer Uno. Dauert es zum Glück überhaupt nicht lange oder so. Digga, warum so unlucky hier? Geht es nicht normalerweise viel schneller? Verdammt! Na gut. Okay, wir gehen mal auf die Suche nach Gras. Und ja, ich weiß, das trockene Gras hier könnten wir auch abbauen, aber ganz ehrlich. Bis wir uns hier Mischbrot machen können, wird es noch eine Weile dauern, von daher. Jetzt haben wir gerade zweimal das Falsche bekommen. Auch sehr geil. Schon wieder das Falsche. Nochmal Hallo? I need some wheat. Oder ist das Wheat? Sieht durch die Kamera so scheiße aus? Nee, ist Hanf. Genau. Nicht Hanf, Hafer. Alter, wir brauchen some wheat. Dieses Spiel hasst mich. Also weiter geht's, sind wir bei Fahrenheit. Ah, ich glaube, das war gerade das Richtige. Bin ich aber nicht so sicher. Oh ja, das war das Richtige. Eins. Ah, leck mich gut, dann bauen wir nochmal das ganze Gras mal wieder auf hier. Ich glaube, sowas könnte man eigentlich auch mit entsprechenden Geräten, also jetzt hier im Vanilla-Server natürlich nicht, aber auf dem Creative-Server könnte man sowas mit den Geräten bestimmt auch relativ gut automatisieren. Ja, weil da kannst du ja so einen Observer bauen, ne, der
ja auf Server baut dann quasi die ganze Zeit halt Gras und ja. Quatsch, die Observer baut die ganze Zeit Gras. Und das heißt, dass in dem Moment. Was mache ich denn gerade? So. Was? Nee, genau. Der Observer kann gucken, ob Gras ist. Alter, denken und reden gerade gleichzeitig, ey. Der Observer guckt, ob Gras irgendwo ist. Das heißt, man kann nehmen, also wenn man so einen Block hat, also wenn jetzt das hier der Block ist, kann man hier einen Observer hinbauen und dann hier so einen Placer, dann placed der Block die ganze Zeit Gras. Und der Observer baut das dann wieder ab. Oder nee. Der Observer überwacht nur, ob da Gras ist. Er selber steuert dann aber einen Digger an. Jo, Digger. Das heißt, er platziert einen Grasblock. Wenn er einen Grasblock platziert hat, triggert der Watchblock den Digblock. Der diggt das Gras dann ab. Und sendet dann ein verzögertes Signal mit so einem Verzögerer wieder zu dem Placer. Dann place er das wieder. Eigentlich bräuchte man gar kein Overwatch-Dings da bumms da. Eigentlich könnte man beides mit einer Zeitschleife einfach machen. Einfach so ein, wie ich ja gemacht hatte, so ein Taktschaltkreis bauen. Und das gibt ein verzögertes Signal hierhin. Also andersrum, gibt ein Signal hierhin. Und einen Viertel, einen halben Takt verzögert dann zu dem anderen. Oder irgendwie so, I don't know. Ach, lass mich in Ruhe hier. Sehe ich aus wie ein Programmierer oder was? So, reicht jetzt langsam auch hier. Kommt immer das Falsche. Wir haben gerade mal 3 bekommen und 13 davon. Das ist so eine Verarsche. Alle Sorten kommen ungefähr gleich häufig, dieser ist Ananas. Wo ist denn unser Haus? Verdammt! So. Na gut, wir haben nur 3 bekommen. Ja, gut, okay. Das Brot ist eh lange zum Wachsen. Die Bäume sind da. Wir haben kleines Häuschen. Also ist unser Let's Play damit auch fertig. Sieht ja ganz cool aus. Also soll es für die Folge auch erstmal sein. Hier gehe ich mal direkt raus. Ja, und guck mal hier, das hat echt gut gepasst. Ich bin echt mal gespannt. Nächste Folge gucken wir uns mal die Datei an und gucken mal, wie die Datei hier geworden ist. Funktioniert eigentlich die Kamera noch? Oh ja, die Kamera funktioniert noch. Sehr gut. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Das heißt, das sollte alles geklappt haben. Ja, cool. Dann so viel dazu und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.